Beleg, aber die Schützen einzeln auf den Stand zu rufen. Oh,
Wir werden natürlich auch die Schützen im Einzelnen noch etwas genauer vorstellen. Das erfolgt dann während der Probe- bzw. Vorbereitungszeit. Da gehen wir nochmal einzeln auf die Schützen ein, so wie ihr es gewohnt seid. Und für einzelne Herren, die auf ausgesprochenen Wunsch nochmal erklärt haben wollen, was rote Punkte und gelbe Punkte zu sagen haben, denen werden wir das natürlich auch gerne nochmal erklären. Nein, Spaß beiseite. Das habt ihr alle schon zur Genüge x-mal gehört. Und da wir ja leider keine, ich sag's mal, Laienzuschauer hier in der Halle haben, brauche ich da wohl auch gar nichts mehr zu sagen.15 Minuten Vorbereitungszeit, Start. So, die Vorbereitungszeit läuft und da fange ich mal hier an, meine Gewehrschützen vorzustellen. An der Position Nummer 5 am Start für Elsen haben wir einen Bankangestellten, Jahrgang 1983. Thai-Boxen, Base-Jumping, seine Hobbys. Er war Juniorenweltmeister 2002 in Lahti. Junioren-Vize-Weltmeister im gleichen Jahr 3x20, diverse Medaillen bei deutschen Meisterschaften und schon viermal, also sprich an allen vier Bundesliga-Titeln von Elsen beteiligt. Sein Ligaschnitt fürs Finale 390,33, seine persönliche Bestleistung 400. An der Position Nummer 5 für Elsen, Dirk Aki Steinicke! Seine Gegnerin an der Position Nummer 5 für Föhringen. Sie ist Studentin der Biologie, Jahrgang 2000. Ihre Hobbys neben dem Schießen ist auch ganz gerne mal tanzen zu gehen. Erste und zweite Plätze beim internationalen Shooting-Event in Hannover. Dritte Plätze, deutsche Meisterschaft und mehrere Medaillen bei deutschen Meisterschaften. EM-Quali geschossen in diesem Jahr, wahnsinnig gut. Und da haben ihr nur 0,3 Ringe gefehlt, um sich fürs Team zu qualifizieren. Sie wäre jetzt auch die erste Nachrückerin. Und ich habe ihr gestern gesagt, das ist der erste Schritt dahin und den wird sie irgendwann gehen. 395,75 ihr Schnitt. 397 die Bestleistung. An der 5 für Föhringen, Antonia Back. Auf der Position Nummer 4 am Start für Elsen, eine Studentin für Jura und Politik, Jahrgang 2000. Ihre Hobbys im Allgemeinen, der Sport, das Kochen und man höre, und das finde ich auch mal hochinteressant, Kommunalpolitik. Mehrfach internationale Medaillen beim ISCH, mehrfach Medaillen bei deutschen Meisterschaften, mehrfach an Bundesliga-Medaillen beteiligt und sie ist Mitglied im Perspektivkader des Deutschen Schützenbundes. 394,11 ihr Ligaschnitt, 398 die Bestleistung. An der Position Nummer 4 am Start für Elsen, Lara Quickstern. Die Position Nummer 4 auf Seiten der Föhringer. Sie ist Verwaltungsfachangestellte, Jahrgang 1993. Die Familie, das Schießen, die Musik oder mal die Klarinette, ihre Hobbys. Dritte Vase beim IWK in Berlin schon, mehrere Top-10-Plätze bei deutschen Meisterschaften und auch beteiligt am dritten Platz im Bundesliga-Finale der Föhringer. 396,86 ihr Liga-Schnitt,
400, die persönliche Bestleistung. An der Position Nummer 4 am Start für Vöhringen, Michaela Kögel. Auf der Mittelposition der Elsener haben wir einen Student für Wirtschaftsinformatik, Jahrgang 1999. Fußball mit Freunden, die Formel 1 und der Sport im Allgemeinen, seine Hobbys. Über Burbülse und die Olixer SG führte der Weg nach Elsen. Dritter im Team bei der Europameisterschaft 2019. Mehrfache Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften. Deutscher Meister, sowohl 60 liegend als auch 3x20 als auch Luftgewehr schon gewesen. 394,90 sein Ligaschnitt, 399 die Bestleistung. An der Position 3 am Start für Elsen, Bastian Bloß. An der Position Nummer 3 für Vöhringen am Start eine Studentin für Lehramt, Jahrgang 1998. Schießen, reiten, Freunde oder mal Marvel-Filme anschauen, ihre Hobbys. Von der HSG München kommend in Vöhringen gelandet, zweite beim ISAS in Dortmund, elfte bei der Juniorenweltmeisterschaft in Suhl, EM-Teilnahme in Baku, also da ist auch schon reichlich internationale Erfahrung. Deutsche Vizemeisterin 2017 und auch sie auf Platz 3 im Bulli-Finale schon dabei. 3,97 ihr Ligaschnitt, 3,99 die persönliche Bestleistung. Und wenn man dann hier mal reinschaut, auch ganz aktuell in 2021, zweite Plätze bei der Deutschen, erste 60 liegend mit deutschem Rekord und. Ganz erfolgreich an der Position Nummer 3 für Vöhringen, Hanna Steffen. Auf der Position Nummer 2 am Start für Elsen, eine Kommissarin der Polizei, Jahrgang 1997. Schießen, Sport, Freunde und Lesen, ihre Hobbys. Sie kam vom BSV Holzwickede, war deutsche Vizemeisterin 2016. Zweimal hatte sie Gold gewonnen bei der Europameisterschaft, der Polizeieuropameisterschaft, sowohl mit Luft als auch 3x40. Zweimal Bronze bei der Europameisterschaft im Team, 60 liegend und 3x40. Bundesliga-Siegerin 2017. Ihr Ligaschnitt 396,90, 399 die persönliche Bestleistung. An der Position Nummer 2 am Start für Elsen, Denise Pahlberg. Ihre Gegnerin, eine Studentin, Jahrgang 1999. Sie kommt aus Indien, ihre Hobbys lesen und Badminton spielen. Vize-Weltmeisterin 2018 in Changwon, dreimal Weltcup-Siegerin in 2018 und 2019. In 2019 zwischenzeitlich Weltranglisten Nummer 1, mehrfache indische Meisterin. Olympia am Start in Tokio, Platz 16, 398 ihr Liga-Schnitt fürs Finale, 400 Ringe ihre persönliche Bestleistung an der Position Nummer 2 für Vöhringen aus Indien. Elavenil Valerivan. Und jetzt kommen wir zu der Position Nummer 1 auf Seiten der Elsener. Er ist Student für Business und Management, kommt aus Ungarn, Jahrgang 1997. Schießen, Laufen, Jagen, Fischen, seine Hobbys. Gold und Bronze gewann er bei der Jugendolympiade. Silber und Bronze bei der Junioren-Europameisterschaft. Quotenplatz für Ungarn, für Rio damals erzielt. 12. selber bei der Olympiade in Rio gewesen. Weltcup-Finale gewonnen in 2017. Weltcup in Gabala gewonnen und. Hier ist also einiges drin und er war derzeit mal der zweite Schütze, der an einem Wochenende 800 Ringe erzielt hat und dabei 117 Zehnten in Folge geschossen hat. Und er ist auch einer, der ein Teil eines ganz besonderen Wettkampfs war, nämlich es gibt in der Bundesliga inzwischen Wettkämpfe, die man mit 400 und viermal eine 10 im Stechen verliert. Er war es nicht, er hat sein Stechen nach Hause gebracht. An der 1 aus Ungarn für Elsen, István Péni. So, und ich muss mich ein bisschen beeilen, damit der Thomas auch noch Zeit bekommt. An der Position 1
am Start für Vöhringen. Eine Projektkoordinatorin, Jahrgang 1999, schießen die Landwirtschaft und Sport ihre Hobbys. Zweite Vase bei den Bayerischen Meisterschaften, 60 Ligen. Und sie hatte eigentlich 2019 schon aufgehört. Und jetzt, wie sie so, was man so hört, wo sie ohne Trainer und ohne Training schießt, wird sie besser denn je. 3,99,0 der Ligaschnitt an der 1 am Start für Vöhringen. Josephine Glocker, Hündle, Thomas, und jetzt bist du dran. Axel, vielen Dank. Ich werde mich beeilen, damit wir die Schützen nicht im Wettkampf dann stören. Wir starten auf Stand 10 mit einem Schützen, der einen momentanen Ligaschnitt hat von 361 Ringe. Er startet heute in der 5. Paarung, hat angegeben, dass er gerne Motorrad fährt, hat als Ziel, ganz interessant, eine Medaille in der Schnellfeuerpistole für die nächste deutsche Meisterschaft. Heute will er auf jeden Fall den Punkt auf Position 5 für Dasbach schaffen. Jens Block. Und die einzige Dame bei uns jetzt in dieser Viertelfinalpartie aus Lauterstein, auch ein nettes Hobby, Geocoaching. Sie hat momentan den größten Erfolg, zweiter Platz Deutsche Meisterschaft mit der Luftpistole 2009. Heute für den ESV Weil am Rhein, Nathalie Schäcken. In der Partie 4 ein mehrfacher deutscher Meister mit der Luftpistole und mit der freien Pistole. Sein Ligarekord momentan bei 382. Schauen wir mal, ob er da hinkommt oder sogar drüber kommt heute. Für die Dasbacher Halil Karaca. Sein direkter Gegner Sylvain Gassonneau. Er sammelt Antiquitäten, sehr interessant. Erster Platz mit der Luftpistole, französische Meisterschaft 2018, weil er Franzose ist. Sein Ligarekord 384 Ringe. Für den ESV Weil am Rhein in der 4. Partie, Sylvain Gassonneau. In der 3. Partie für Dasbach, Heiko Litterscheid, kaufmännischer Angestellter. Er fährt gerne mit Rädern durch die Welt. Mehrfacher deutscher Meister im Team, also richtiger Teamschütze. Deswegen will er heute das Team unterstützen und die Partie 3 für sich entscheiden. Für Dasbach, Heiko Litterscheid. Sein direkter Gegner kommt aus Pilsen. Ist Designer, macht das meistens am Computer. Brutaler Ligarekord im Herbst mit 387 Ringe. Also leicht favorisiert in dieser Partie Pavel Svetlik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Jahr pandemiebedingt ausgefallen. Jetzt dürfen wir das Bundesliga-Finale Pistole und Gewehr der Luftdruckdisziplinen endlich wieder stattfinden lassen. Und wir haben uns dafür eingefunden, hier auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück, nachdem es in der Ratiopharm-Arena aufgrund der nicht zugelassenen Zuschauer nicht möglich war, sind wir ausgewichen auf diese geschichtsträchtige Wettkampfstätte hier in München-Hochbrück. Und wir hoffen alle auf ein spannendes Wettkampfwochenende mit zwei würdigen deutschen Meistern am Ende morgen Nachmittag. Und damit darf ich Sie recht herzlich hier begrüßen aus der Kommentatorenbox zu dem Bundesliga-Finale in München-Hochbrück. Wir gehen ganz schnell in die Partien rein.
Wir werden es so gestalten, dass wir eine Hauptpartie haben. Wir werden am Morgen hier jetzt das erste Viertelfinale übertragen, und zwar das von Pfeil Föhringen gegen Hubertus Elsen. Das zweite Viertelfinale wird dann das Viertelfinale der Pistoleros sein, der Pistolenschützen. Wir werden danach wieder auf Gewehr umstellen und zum Schluss das vierte Viertelfinale wieder bei den Pistoleros abhalten. Worum geht es? Es geht erstmal darum, sich hier im ersten Viertelfinale durchzusetzen, um weiter im Rennen um die Medaillen und um den Spiegel zu sein. Das Viertelfinale wird von vielen Schützen und Trainern als das wichtigste, als der wichtigste Wettkampf an diesem Wochenende tituliert. Denn wer hier verliert, ist raus, muss die Koffer packen und muss die Heimreise antreten, beziehungsweise kann noch hier bleiben, aber ist aus dem Rennen um die Medaillen heraus. Das Viertelfinale ist also tatsächlich der wichtigste Wettkampf, denn der Sieger avanciert zum Halbfinale. Im Halbfinale hat man dann die Gewissheit, dass man morgen am Sonntag nochmal schießt. Entweder man verliert im Halbfinale und muss oder darf um die Bronzemedaille kämpfen. Und der Sieger des Halbfinals darf tatsächlich dann um den Spiegel, um den heiß begehrten Titel kämpfen. Morgen am Sonntag 13 Uhr Pistole und 15 Uhr Gewehr. Wenn Sie im Hintergrund die Stimmen hören der Hallenmoderation, hier werden die Schützen noch einzeln vorgestellt. Wir haben auf der linken Seite der Finalhalle, in der das Ganze hier stattfindet, haben wir die Gewehrdisziplin, und auf der rechten Seite findet parallel das Duell zwischen ESV Weil und SV Falke Dasbach statt im Luftpistolenbereich. Linke Seite Gewehr, rechte Seite Pistole, und wir widmen uns aber tatsächlich in unserem Hauptmatch hier heute Morgen dem Wettkampf zwischen Pfeil Föhringen, dem Südmeister der Bundesliga Luftgewehr. Und wir haben dieses Match ausgewählt, denn hier steht tatsächlich mit dem Bundesliga Südmeister mit 1991 der aktuelle Rekordinhalter am Start. Und Föhringen tritt an gegen Hubertus Elsen. Wir haben Hubertus Elsen als den Rekordmeister der Bundesliga am Start. Das ist also tatsächlich ein Highlight, und deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Partie als Hauptpartie Ihnen zu präsentieren hier in der Finalhalle auf der Olympiaschießanlage. Wir schauen uns die Partien im Einzelnen an. Ich kann Ihnen die Schützen etwas näher vorstellen. Wir sehen im Bild auf der rechten Seite Istvan Peni. Er schießt für Elsen, hat in diesem Jahr mehrere Male bereits die 400 Ringe geschossen. 400 Ringe, das Optimalergebnis, das Bestergebnis. Das heißt, 40 Mal hat er die 10 getroffen bei 40 Wettkampfschüssen und hat damit auch die meisten seiner Punkte geholt. Ich kann mich noch an einen Wettkampf erinnern. Da waren wir in Osterode am Harz. Da hat er gegen seine Gegnerin von der SB Freiheit geschossen, gegen Jeanette Heck-Düstort. Beide haben in diesem Wettkampf 400 Ringe erzielt. Dann kam es zum Stechen, und tatsächlich benötigten die beiden Schützen 3 Schüsse und sie haben immer noch keinen Sieger ermitteln können. Erst im 4. Stechschuss hat sich Istvan letztendlich dann durchsetzen können und den Punkt für Elsen erreichen können. Er ist international sehr gut unterwegs. Beim Weltcupfinale hat er teilgenommen, hat dieses auch bereits gewonnen. Gold hat er 11 Medaillen auf seinem Konto zu verbuchen, genauso wie 11 Silbermedaillen und 13 Bronzemedaillen. Alles im internationalen Bereich der ISSF-Wettkämpfe. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hat er den 5. Platz erreicht mit dem Luftgewehr 60 Schuss. Und auch bei den Olympischen Spielen
dieses Jahr bzw. letztes Jahr mit dem Mixed Air Rifle, also mit seiner Teamkameradin, hat er den 7. Platz erzielt. Auf dem ersten Stand, auf dem Platz 1, Istvan Peni von Hubertus Elsen. Ihm gegenüber steht eine Schützin. Sie sehen es hier auf der linken Seite, Josephine Glogger-Hönle. Jetzt im Bild auf der linken Seite in der Paarung 1 steht Istvan gegenüber, eine Schützin, 1999 geboren, Deutsche ist sie. Sie schießt seit 2012 und hat ihr schönstes Erlebnis aufgeschrieben, denn sie füllen immer Steckbriefe aus, damit auch die Moderatoren und die Kommentatoren etwas zu sagen haben. Ihr schönstes Schießerlebnis war der 2. Platz mit dem KK-Gewehr in der Disziplin liegend bei der Bayerischen Meisterschaft an ihrem Geburtstag, beziehungsweise am Geburtstag des im Jahr zuvor verstorbenen Opas. Das Besondere bei ihr, sie hatte eigentlich 2019 schon aufgehört mit dem Schießen und fängt jetzt wieder ohne Training und ohne Trainer das Training an. Und sie schießt jetzt besser als zuvor. Wir wünschen ihr auf jeden Fall viel Glück. Ihr Bundesliga-Rekord liegt bei 400 Ringen. Und das deutet auf eine wahre Spitzenpartie hin. Istvan Peni gegen Josephine Glogger-Hönle. Wir kommen zur Partie 2 und auf Seiten von Pfeilföhringen sehen wir hier eine Inderin an den Start gehen. Die Inderin, die für Föhringen auf Position 2 schießt, hat den 16. Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dem Luftgewehr erreicht, den 12. Platz beim Weltcup in Delhi, auch 2021, und mehrere Top-10-Platzierungen bei Weltcups sowie bei Asian Games, also den asiatischen Olympischen Spielen, auf ihrem Konto zu verzeichnen. Lesen und Badminton gehört zu ihren Hobbys. Ihr gegenüber auf Seiten von Elsen steht eine Schützin, die im Nationalkader ist. Bei den Europameisterschaften hat sie teilgenommen 2019 in der Disziplin 3x40 und 60 liegend. Nationale Erfolge. Sie hat den 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2021 mit dem Luftgewehr erreicht und mit Elsen den 1. Platz in der Bundesliga 2017. Das heißt, sie hat schon Erfahrung gesammelt, wie es sich anfühlt, hier den Spiegel mit nach Hause zu nehmen. Das ist natürlich auch ihr erklärtes Ziel dieses Jahr wieder, wenn sie mit Elsen hier an den Start geht. Wir kommen dann zur Partie 3. In der Partie 3 geht an den Start für Pfeilföhringen eine Schützin, die 1998 geboren wurde und Studentin auf Lehramt ist. Schießen, Reiten, Freunde treffen gehört zu ihren Hobbys, genauso wie Marvel-Filme schauen. Ihr Ziel ist es natürlich, Deutscher Meister mit ihrer Mannschaft zu werden, hier im Rahmen des Bundesliga-Finals. Und natürlich stehen die Chancen nicht schlecht, auch wenn ihr gegenüber mit Elsen, beziehungsweise wenn Föhringen gegenüber mit Elsen ein wahrlich schwerer Brocken gleich im Viertelfinale auf sie wartet. Hier tritt tatsächlich der 1. des Südens gegen den 4. des Nordens an, was nicht unbedingt heißt, dass die Elsener schlechter einzuschätzen sind. Es gab einfach in dieser Saison auch Corona-bedingt, auch pandemiebedingt natürlich die Situation, dass nicht alle Schützen an den Start gehen konnten. Auch die Situation, dass ohne Zuschauer geschossen werden musste, war natürlich eine besondere Situation, mit der erstmal alle Schützen umgehen müssen. Hanna gegenüber steht ihr Gegner von Hubertus Elsen, ein Student für Wirtschaftsinformatik mit einem Bundesliga-Bestergebnis von 397 Ringen. Er hat an der Europameisterschaft 2021 mit dem Luftgewehr teilgenommen, hat dort mit seinem Teampartner den 12. Platz erreicht. Er hat auch an der Weltmeisterschaft schon teilgenommen und bei deutschen Meisterschaften einzeln mehrere Medaillen
auf seinem Konto zu verzeichnen. Ihm gegenüber, ihr gegenüber, also Hanna Steffen gegenüber, steht also auf Seiten von Elsen Bastian Bloß. Und dann schauen wir gerne mal auf die Zwischenstände, denn wir hören es aus der Halle. Wir haben 100 Ringe für die Position 2. Da kommen wir gleich noch zu. Am Anfang holpert das hier alles noch ein bisschen. 100 Ringe für Elavinil Valerivan auf Seiten der Föhringer. 100 Ringe, das beste Ergebnis, was man erzielen kann mit 10 Schuss. 40 Wettkampfschüsse werden abgegeben, 4 Serien also. Und mit diesem Ergebnis von 100 Ringen setzt sie erstmal ein Ausrufezeichen auf Position 2 für Pfeil Föhringen. Und ihre Gegnerin zieht wahrscheinlich gleich nach. Sie hat bereits 9 Schuss auf ihrem Konto. 9 Schuss auf Seiten von Denise Pahlberg, die Gegnerin von Elavinil Valerivan. Die Zwischenstände lassen großes Spektakel verheißen. Mir wird gerade noch ein Monitor aufgebaut, denn die Zwischenstände werden hier in der Halle auf großen Leinwänden präsentiert. Im Bild haben wir jetzt Elavinil Valerivan. Und wir haben auch die Möglichkeit, natürlich auf den Gesamtstand mal zu schauen, wie es denn jetzt nach den ersten 10 Minuten bereits aussieht. Auf Position 1 haben wir ein knappes Ergebnis. 88 Ringe für Josephine Glocke-Höhnle nach 9 Schuss. 90 Ringe für István Peni. Jetzt bereits bei 100 angekommen. 100 Ringe für István Peni und wie ich eben auch gesagt habe, Denise Pahlberg kann nachziehen. 100 Ringe auf Seiten von Hubertus Elsen, auf Seiten von Denise Pahlberg. Sie zieht mit ihrer Gegnerin gleich. Ich erkläre Ihnen kurz die Anzeige. Wir sehen also im linken Bereich die einzelnen Partien. Josephine Glocke-Höhnle gegen István Peni. Wir sehen Elavinil Valerivan gegen Denise Pahlberg und so weiter. Die nächsten Partien werde ich Ihnen noch weiter vorstellen. Wir sehen unter Nummer die einzelnen Schüsse, die sie abgegeben haben. Den Wert sehen wir des aktuellen Schusses und die Serien. 98 zu 100 in der ersten Partie, 100 zu 100 ausgeglichen auf Position 2. In der Partie 3 sehen wir einen 79 zu 68. Hier sind die Schützen also einen Schuss zeitlich getrennt. Wir sehen auf Position 4 Michaela Kögel gegen Lara Quickstern. Mit 7 Schuss für Michaela Kögel und Lara Quickstern erst bei 5 Schuss. Das ist einfach dessen geschuldet, dass die Schützen natürlich sich erstmal an die Umstände gewöhnen müssen. Der eine geht halt etwas besser damit um, muss einfach Druck aufbauen auf den Gegner. Die anderen Schützen, die sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, das hat den Grund, dass sie vielleicht ihren Puls kontrollieren müssen, ihre Aufregung in Ruhe umsetzen müssen und somit ergeben sich dann eben diese Unterschiede in den Anzahlen der Schüsse. 19 Schuss hat bereits Antonia Back auf Position 5 abgegeben. Somit setzt sie ihren Gegner natürlich sehr unter Druck, was den zeitlichen Ablauf des Schießens betrifft. Aber Aki Dirk Steinicke kann dem entgegensetzen und zeigt seine Topleistung auf Position 5. Momentan noch verlustpunktfrei mit 90 Ringen nach 9 Schuss. Ich möchte die Möglichkeit noch nutzen, Ihnen die weiteren Schützen vorzustellen. Und wir schauen auf Position 4, Michaela Kögel haben wir auf Seiten von Föhringen. Ihr Bundesliga-Rekord liegt bei 399 Ringen. Natürlich will sie mit ihrer Mannschaft den Titel erreichen. Sie hat den dritten Platz bereits bei einem internationalen Wettkampf in Berlin 2017 erreichen können und war mehrere Male im Finale bei bayerischen und deutschen Meisterschaften sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit dem KK-Gewehr vertreten. Sie ist Mitglied des Teams 2017-2018, die auch die Südliga gewinnen konnte und
2017 und 18 im Bundesliga-Finale war es dann soweit. Da haben sie bereits einmal den dritten Platz erzielen können, haben also die Bronzemedaille erreicht. Michaela Kögel für Pfeil-Föhringen auf Position 4. Ihr gegenüber steht auf Seiten von Hubertus Elsen eine junge Schützin, die auch ein Bestergebnis in der Saison von 399 Ringen zu verzeichnen hat. Sie ist nominiert für den Perspektivkader des Deutschen Schützenbundes. Das heißt, sie hat die Möglichkeit, dann auch in die A-Nationalmannschaft aufzusteigen. Sie hat mehrere Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft bereits erreicht, mehrere Medaillen bei der ISCH, das ist auch ein internationaler Wettkampf, und natürlich mehrere Top-10-Platzierungen bei nationalen Wettbewerben erzielen können. Sie möchte natürlich, und das ist auch ganz klar, dass hier das erklärte Ziel aller Schützen ist, den Titel mit nach Hause zu nehmen. Auf Position 5 sehen wir ein interessantes Duell. Die jüngste Kandidatin gegen den ältesten Schützen am Stand momentan. Wir haben auf Seiten der Föhringer eine Schützin, die ist 2000 geboren, Studentin der Biologie von Beruf. Sie schießt seit 2011, kam durch ihre Eltern zum Schießsport und hat auch schon internationale Erfolge zu verzeichnen, genauso wie natürlich nationale Top-10-Platzierungen und auch Medaillen bei deutschen Meisterschaften und bayerischen Meisterschaften. Auf Position 5 für Föhringen Antonia Back. Ihr gegenüber steht der Team-Opa, wie er sich selbst nennt, mehrfacher Weltmeister und Europameister ist er bereits gewesen. 2002 war das schon. Seine Hobbys, ganz interessant, Fallschirmspringen, Thai-Boxen, Motto Live Fast, Die Young. Er ist noch nicht jung gestorben und das ist ganz gut so, denn heute steht er hier am Start. Er ist Analyst in der Finanzbranche. Sein bestes Ergebnis ebenfalls 399 Ringe. Mehrfacher deutscher Meister ist er zudem. Und auf Position 5 steht er Antonia Back gegenüber. Wir schauen noch mal kurz auf den Zwischenstand und widmen uns dann tatsächlich der Gesamtpartie. Im ersten Duell 14 Schuss für Josephine Glocker-Höhnle, István Péni bei 15 Schuss angekommen. Wir haben einen Zwischenstand von 150 Ringen, noch Verlustpunkt frei auf Seiten von István Péni. Wir haben 50 Ringe in der zweiten Serie für Josephine, die in der ersten Serie zweimal die 9 geschossen hat. Ich erkläre Ihnen noch die Hochrechnung. In der Hochrechnung, Sie sehen die Zahl in Klammern unter Total, da geht auch tatsächlich jeder Zehntelwert des Schusses mit ein. Das heißt, wenn dort steht 160 Ringe, die der Schütze bis jetzt erzielt hat, und 400, dann ist das die errechnete Hochrechnung, was am Ende des Schießens für den Schützen herauskommen soll, laut Computer. Das kann aber auch sein, dass dort 160 steht, wenn die Zehner nicht besonders waren, dass dann die Hochrechnung bei 398 oder 399 steht. Und daraus, aus dieser Hochrechnung, ergibt sich dann auch der Punktestand. 3 Punkte benötigt eine Mannschaft, um diesen Kampf zu gewinnen. 3 Punkte sind also notwendig, um in das Halbfinale einzuziehen. Josephine Glocker-Höhnle gegen István Péni. Klarer Vorteil, beziehungsweise leichter Vorteil nur auf Seiten von István, auf Seiten von Hubertus Elsen. Partie 2, Denise Palberg gegen Elavenil Valerivan. Hier haben wir ein Unentschieden laut Hochrechnung. Beide noch ohne die kleinste Schwäche in ihrem Wettkampf. Alle Schüsse haben ihr Ziel getroffen. 21 Mal hat die Inderin auf Seiten von Föhringen die 10 getroffen und 16 Mal Denise Palberg auf Seiten von Hubertus Elsen. Auf Position 3 sehen wir Hanna Steffen, 99 in der ersten Serie und 70 Ringe jetzt in der zweiten. Sie hat einen Vorteil, bekommt deshalb laut Hochrechnung ihren Punkt. Michaela Kögel auf Position 4. Gegen Lara Quickstern auch in Führung, sogar etwas deutlicher. 99 Ringe und 3 Schuss bereits in der zweiten Serie. Auf Seiten von Lara Quickstern haben wir 8 Schuss und bereits 3 Neuner. Kommt zu einer Hochrechnung
von 396 zu 384. Der Punkt geht momentan an Föhringen. Und auf Position 5 sehen wir Antonia Back gegen Dirk Steinecke. Hier Vorteil auf Seiten von Dirk Steinecke, auf Seiten von Hubertus Elsen. Das kann sich allerdings natürlich, wir sind jetzt gerade mal kurz vor der Halbzeit, das kann sich allerdings natürlich noch ändern. Wir schauen in die Spitzenpartie. Wir schauen auf Position 1. Auf Stand 2 sehen wir Istvan Peni, noch verlustpunktfrei, genauso wie Josephine Glocker-Höhle in der zweiten Serie. Sie hat allerdings in der ersten Serie 2 Neuner geschossen. Heißt in der ersten Serie 98 Ringe, in der zweiten Serie 80 Ringe. Wir sind jetzt bei Anzahl der Schüsse von 18 Schuss. Beide gleich auf. Und Istvan Peni, ich habe es erwähnt, in der Saison hat er bereits öfter die 400 geknackt und auch schon an einem Wochenende zweimal die 400 geschossen. Wir haben ja an einem normalen Wettkampfwochenende einen Wettkampf für die Mannschaft am Samstag und einen Wettkampf für die Mannschaft am Sonntag. Und da hat er an beiden Tagen bereits die 400 Ringe erzielen können. Eine weitere 100er Serie haben wir auf Seiten von Ela Venil Valerivan, auf Seiten von Pfeil Föhringen. Sie merken, hier ist wirklich höchster Spitzensport, höchstes Sportschießen geboten. 200 Ringe nach 20 Schuss und eine 10 im dritten Durchgang. Und das ist das, was wir gerade angesprochen haben. Die Hochrechnung ergibt hier ein 398, weil die Zehner eben nicht so im Zentrum sind, wie zum Beispiel bei Istvan. Aber am Ende wird abgerechnet, am Ende das Ergebnis, was der Schütze, was die Schützin tatsächlich erzielt hat, das ist das Entscheidende für den Punkt. Es geht darum, 3 Punkte zu erzielen. Momentaner Zwischenstand 2:2. Vorteile für Istvan Peni auf Position 1 für Hubertus Elsen. Vorteile auf Position 3 und 4 für Pfeil Föhringen. Und auf Position 5 haben wir einen Vorteil für Hubertus Elsen bei ausgeglichener zweiter Begegnung. Und in dem Moment, wenn ich das sage, kann Elavenil Valerivan, die Inderin auf Seiten der Föhringer, ihren 4. Schuss in die Mitte setzen. 40 Ringe in der dritten Serie bedeuten jetzt eine 3:2 Führung für Pfeil Föhringen. Wir sehen auch hier die unterschiedliche Herangehensweise. 32 Schuss auf Seiten von Antonia Back auf Stand 9. Wir sehen es an ihrem Monitor. Stand 9, Antonia Back, der Youngster, 98, 98, 98. Und in der letzten Serie 32 Schuss hat sie bereits. 2 Schuss in der letzten Serie, 20 Ringe. Laut Hochrechnung kommt sie auf 392 Ringe. Dirk Aki Steinecke, ihr Gegner, laut Hochrechnung auf 397. Der ist allerdings noch nicht mal bei Halbzeit angekommen. Und wenn er so unter Druck gesetzt wird, zeitlich gesehen, wenn Antonia jetzt ihren Wettkampf schnell und gut abschließen kann, ist das natürlich eine Herausforderung für Dirk Steinecke, der dann erstmal diese Aufregung, dieses Ergebnis auch mental verarbeiten muss und diesen Druck erstmal standhalten muss. Er muss ja immerhin einen Ring mehr schießen insgesamt als Antonia Back. Die Hochrechnung zeigt uns ein 397 zu 393 für Dirk Steinecke gegen Antonia Back.
auf Position 4 ist die Situation ähnlich. Wir haben 99 Ringe und 69 Ringe für Michaela Kögel. Erste und zweite Serie, 168 nach 17 Schuss, zweimal nur die 9. Aber hier kann sie sich noch behaupten. Der Punkt geht laut Hochrechnung noch an Michaela Kögel auf Seiten von Pfeil Föhringen. Lara Quickstern mit Startschwierigkeiten, 12 Schuss. Sie hat sich etwas mehr Zeit lassen müssen, 12 Schuss hat sie bereits jetzt abgegeben. 13 sehe ich gerade, 127 Ringe nach 97 Ringen in der ersten Serie kommt sie in der zweiten Serie jetzt auf 30 Ringe. Und das bedeutet in der Hochrechnung, und es wird immer knapper, 393 zu 389. Noch der Vorteil auf Seiten von Michaela Kögel, auf Seiten der Föhringer. Und das Zwischenergebnis zeigt uns auch ein 3:2 immer noch für Pfeil Föhringen, der Südmeister, der 1991 Ringe dieses Jahr erzielt hat und damit einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. 1991 Ringe von 2000 möglichen. Stellen Sie sich das mal vor, das sind im Schnitt 397 bzw. 398 Ringe und das durchgehend auf allen Positionen. Ein Wahnsinnsergebnis. 398 Ringe von allen Schützinnen und Schützen in einer Mannschaft und somit den Bundesliga-Rekord von 1991 Ringen. Da geht einem echt das Herz auf, wenn eine solche starke Mannschaft hier an den Start geht. Pfeil Föhringen, der Südmeister der Bundesliga. Demgegenüber, ich habe es erwähnt, steht der Bundesliga-Rekordmeister Hubertus Elsen aus dem Norden. Viermal konnten die Elsener bereits die Goldmedaille erreichen. Viermal haben sie auch die Silbermedaille erzielt und zweimal die Bronzemedaille. Zweimal waren sie also Dritter im Bundesliga-Finale, welches es seit 1997-98 gibt. Viermal deutscher Meister, dann auf Platz 2 kommt Buhr Böse, auf dem dritten Platz HSG München und auf dem vierten Platz, und deswegen erwähne ich es, der Bund München, der eben auch hier an diesem Wochenende an den Start geht. Pfeil Föhringen im Moment auf dem 18. Platz dieser ewigen Tabelle des Medaillenspiegels, der Luftgewehrteams. Pfeil Föhringen auf dem 18. Platz mit einer Bronzemedaille. Ich habe es in der Vorstellung der Schützen bereits erwähnt. 18. Platz, eine Bronzemedaille gegenüber unserem Rekordmeister. Und wir schauen nochmals auf die Ergebnisse. Auf Position 1 sehen wir den Vorteil immer noch bei István Péni, der auch nach dem 26. Schuss noch ohne 9 am Stand steht. Er hat also tatsächlich 26 Schüsse abgegeben und 26 Mal die 10 getroffen. Ihm gegenüber Josephine Glogge-Hönle, sie hat 28 Schuss bereits abgegeben, 277 ihr Zwischenergebnis. Und laut Hochrechnung läuft das auf ein Ergebnis von 395 hinaus. Somit würde der Punkt momentan an Hubertus Elsen gehen. In der Partie 2 sehen wir Denise Pahlberg auch noch verlustpunktfrei. 260 Ringe nach 26 Schuss gegenüber Ela Venil Valerivan, die Inderin auf Seiten von Pfeil Föhringen. 329 Ringe, also einen Neuner hat sie sich erlaubt. Nach 33 Schuss, dreimal 100 und jetzt in der vierten Serie eine 9 bei 3 Schuss, 29 Ringe auf dem Konto der Inderin. Punkt hier auch auf Seiten von Hubertus Elsen. Die Position 3, da sehen wir
Hanna Steffen mit 30 Schuss, 99, 100 und in der dritten Serie nochmals 99. Und Sie sehen, das war ganz knapp, das war eine 9,9, die das Ziel nur ganz um Millimeter verfehlt hat, um wenige Mikrometer. Ganz knapp an der 10 vorbei, aber das ist eben manchmal entscheidend. 99 Ringe bei ihr in der dritten Serie. Bastian Bloß, ihr Gegner, nach 22 Schuss hat er viermal die 9 getroffen. Kommt also nach 22 Schuss auf 97, auf 100 und auf 19 Ringe in der dritten Serie. Hier geht der Punkt an seine Gegnerin. Momentaner Stand für Punkt für Pfeilföhringen auf Position 3. Auf Position 4 Michaela Kögel, 23 Schuss, auch 4 Neuner auf ihrem Konto, 99, 98 und 29. Ihr gegenüber steht Lara Quickstern auf Seiten von Hubertus Elsen, 97 und 89. Jetzt zur Halbzeit, den Schuss hat sie gerade abgegeben, 98 Ringe in der zweiten Serie, 195 zur Halbzeit, Punkt. Vorteil hier auf Seiten von Pfeilföhringen. Wir haben es vorhin angesprochen, Antonia Back und Dirk Steinecke, hier alt gegen jung, hier schnell gegen etwas zurückhaltender, was die Zeit angeht. Hier haben wir jetzt eine ausgeglichene Partie und es kann kaum spannender sein, wenn wir sehen, 2:2 auf Position 1 bis 4 und unentschieden auf Position 5. Antonia Back hat ihren Wettkampf bereits beendet. 98, 98, 98 und zum Schluss konnte sie nochmals 100 Ringe hinzusteuern. Bedeuten für sie ein Gesamtergebnis von 394 Ringen. Und das muss Dirk Aki Steinecke erstmal knacken. 99, 98. Das Ergebnis seiner ersten 20 Schuss und jetzt ist er verlustpunktfrei unterwegs in der dritten Serie mit 50 Ringen. Der, so wie er selbst sagt, Team-Opa in Reihen von Hubertus Elsen. 30 Schuss hat jetzt auch Istvan Peni abgegeben, 30 Schuss, 30 mal die 10 und auch seine Zähne sind so gut, dass die Hochrechnung noch auf ein 400 hinausläuft. Vielleicht sehen wir gleich hier im allerersten Wettkampf das Top-Ergebnis, das Bestergebnis, die perfekten 400 Ringe. Und in dem Moment, wenn ich das sage, straft er uns Lügen. Zumindest auf Position 1 werden wir es nicht sehen, denn sein 31. Schuss, ein relativ deutlicher Neuner, 9,7 für Istvan Peni, der erste Schuss der vierten Serie. Trotzdem hat er noch die Vorteile auf seinem Konto. Der Vorteil 31 Schuss, ein Neuner nur auf seiner Seite. Gegenüber steht Josephine Glogger-Hönle mit bereits 3 Neunern nach 33 Schuss. Hier bleibt es trotzdem natürlich spannend bis zum Schluss, denn auch das muss der Istvan Peni erstmal nach Hause fahren. Aber vielleicht sehen wir doch noch eine 400, nämlich auf Position 2. Position 2, Elavenil Valerivan. Auf Seiten von Pfeilföhringen, 39 Schuss, sie beendet gleich ihren Wettkampf und gibt ihren 40. Schuss ab. Aber Denise Pahlberg steht ihr gegenüber mit einer 10,0, hat sie die vierte Serie begonnen und hat noch keinen neuen geschossen. Sie darf sich auch keine neuen erlauben, wenn sie diesen Wettkampf direkt gewinnen will. 99 Ringe auf Seiten der Föhringer, auf Seiten von Elavenil Valerivan. Die Inderin kommt auf 399 Ringe für Pfeilföhringen auf Position 2. Und natürlich, das können Sie mir glauben, meine lieben Zuschauer, das kriegt auch Denise Pahlberg mit.
Sie weiß ganz genau, und das kann ich Ihnen hier im Livestream sagen, sie weiß ganz genau, was ihre Gegnerin geschossen hat. Sie weiß ganz genau, was sie selbst jetzt schießen muss, damit sie diesen Wettkampf gewinnt. Das ist eine nervliche Anspannung. Das ist eine Herausforderung für jeden Schützen, für jede Schützin, mit diesem Druck umzugehen. Es ist einerseits ein Vorteil, schnell zu schießen. Wenn man dann auch noch ein gutes Ergebnis geschossen hat, setzt man damit den Gegner unter Druck, so wie jetzt hier auf Position 2 zu sehen. Denise muss damit jetzt umgehen und muss ihren Wettkampf nach Hause bringen. In diesem Moment, wir schauen wieder auf das Gesamtergebnis, hat Istvan Peni den zweiten Neuner bereits erzielt. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die nur noch einen Ringunterschied ausmacht zwischen Istvan Peni und Josephine Glogger-Höhnle. Ein Ring, und die Hochrechnung sagt sogar, sie kommen beide auf das gleiche Ergebnis. Beide kommen laut Hochrechnung auf 397 Ringe. Geteilte Punkte also auf Position 1 und Position 2. Denn der Computer sagt, aufgrund der bisher abgegebenen Schüsse wird Denise Pahlberg wahrscheinlich auch auf 399 Ringe kommen. Partie 3, Vorteil für Hanna Steffen, aber auch nur ein Ring. Sie sehen es, 395 zu 394. Auf Position 4 ein Vorteil, ein etwas deutlicher Vorteil für Michaela Kögel auf Seiten von Veil Föhringen. Und bereits erwähnt auf Position 5, die Antonia Back hat ihren Wettkampf bereits abgeschlossen, 394. Und Aki Steinecke, Dirk Steinecke in der dritten Serie jetzt mit 99 Ringen. Auch diese Partie unentschieden. Das heißt, es ist eigentlich noch überhaupt nichts entschieden. Und in diesem Moment hat Denise Pahlberg auch einen Neuner geschossen. Denise Pahlberg, die Position 2 für Hubertus Elsen. Hier kämpft sie alleine. Wir sehen sie hier im Bild. 34 Schuss hat sie abgegeben. Ihre Gegnerin 399 Ringe auf Seiten von Veil Föhringen. Das ist nervliche Anspannung, das ist Spitzensport, das ist unser Schießsport. Hier geht es darum, tatsächlich die Aufregung, die Erregung, die jeder Schütze natürlich aufgrund des Ereignisses tatsächlich hat, in Ruhe umzusetzen und seine Technik umzusetzen, damit dann am Ende auch das entsprechende Ergebnis herauskommt. 3 zu 2 bzw. 3 zu 1 jetzt das Ergebnis bzw. die Hochrechnung, und in diesem Moment gibt Denise Pahlberg den 35. Schuss ab und setzt wieder eine 9,4, und somit kann sie ihren Wettkampf nicht mehr gewinnen. Da war der Druck dann letztendlich doch zu hoch, 348 Ringe hat sie. Sie kann jetzt noch fünfmal die 10 treffen, kommt dann also auf 398 Ringe und ihre Gegnerin 399. Dieser Punkt ist also tatsächlich jetzt schon vergeben. Ein Punkt sicher auf Seiten der Föhringer. Hanna Steffen auf Position 3, da ist es ähnlich. 396 Ringe hat sie erzielt, hat ihren Wettkampf beendet, und ihr Gegner Bastian Bloß hat nach 31 Schuss bereits fünfmal die 10 getroffen. Das heißt, auch hier ist das Ergebnis bereits feststehend. Ein Punkt weiter auf der Seite von Veil Föhringen. Heißt, Hanna Steffen wird ihren Punkt mit nach Hause nehmen. 2 zu 0 also auf jeden Fall schon für die Föhringer. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme, denn wenn wir wieder auf die Gesamtübersicht schauen, werden wir sehen, dass alle anderen Partien noch nicht entschieden sind. Ganz interessant tatsächlich, wie schlägt sich Dirk Aki Steinecke
Dirk Aki Steinecke auf Position 5. 394 die errechnete Hochrechnung. Er hat allerdings noch einen Puffer von 2 Ringen. 316, jetzt 326 nach 33 Schuss. Seine Hochrechnung, ein Ring Vorsprung auf seine Gegnerin Antonia Back. Dieser Punkt geht laut Hochrechnung an Hubertus Elsen. Auf Seiten von Hubertus Elsen auch Istvan Peni laut Hochrechnung mit einem Ring Vorsprung. Josephine Glogger-Höhnle hat ihren Wettkampf beendet mit 397 Ringen. Istvan Peni jetzt bei 368 Ringen angeschossen bei noch 3 ausstehenden Schüssen. Denise Pahlberg, das wissen wir, muss ihren Punkt abgeben. Hanna Steffen hat ihren Punkt bereits erzielt und Position 4 ist sehr deutlich mit 5 Ringen Vorsprung auf Seiten von Pfeil Föhringen. Wenn es denn so ausgeht, läuft es auf ein 3:2 für den Südmeister, für Pfeil Föhringen gegen den Rekordmeister, gegen Hubertus Elsen hinaus. Und in diesem Moment möchte ich es auch nicht versäumen, wir haben es angesprochen, unsere Hauptpartie ist natürlich dieses Spitzenduell der Gewehrschützen, aber wir möchten es auch nicht versäumen, Ihnen Zwischenstände der Pistole zu liefern. ESV Weil gegen SV Falke Dasbach. Wenn wir hier in die Ergebnisse schauen, 5:0 soll hier, beziehungsweise geht hier der Wettkampf laut Hochrechnung aus. 5:0 für den ESV Weil, für den Meister dieses Jahr in der Bundesliga-Luftpistole. Und letztendlich geht es ja dann darum, wie gesagt, in das Halbfinale einzuziehen. In das Halbfinale, welches heute Nachmittag dann stattfindet, um sich dann weiterhin zu qualifizieren. Entweder als Verlierer für das Bronze-Medal-Match oder als Gewinner des Halbfinals einzuziehen in das Gold-Medal-Match, um das Match um den Spiegel, um den Titel Deutscher Meister 2021-2022. Wir widmen uns aber wieder unserer Hauptpartie. Wir gehen wieder zurück zu den Gewehrschützen. Ein kleiner Überblick, 10 Minuten vor Schluss. Istvan Peni kurz vor Fertigstellung seines Wettkampfes und in dem Moment hat er seinen Wettkampf beendet mit einer 10. Er schießt tatsächlich die Mindestmenge an 10er. 38 Mal hat er die 10 getroffen, kommt auf ein Gesamtergebnis von 398 Ringen. Seine Gegnerin Josephine Glogger-Höhnle auf 397 Ringe. Dieser Punkt geht auf das Konto von Hubertus Elsen. Wird es in dieser Partie der einzige Punkt bleiben oder kann Aki Dirk Steinecke noch zumindest ausgleichen? Wir sehen, wenn wir uns den Zwischenstand anschauen, sehen wir, im Zwischenstand sehen wir, dass Dirk Steinecke mit 35 Schuss jetzt auf 344 Ringe kommt. 344 Ringe. Er muss also tatsächlich noch mit 5 Zehnern ausschießen, damit es zu einem Stechen kommt. Dieses Stechen würde aber tatsächlich nur dann ausgetragen werden, wenn wir noch keine Entscheidung in den anderen Partien hätten. Das heißt, steht es nach Beendigung des normalen Wettkampfes 3:0 oder 3:1 für Pfeil Föhringen, wird dieses Stechen erst gar nicht durchgeführt, denn dann steht ja schon fest, wer ins Halbfinale einzieht. Nur bei Punktgleichheit, also im
Falle von 2-2 würde ein Stechen dann tatsächlich noch ausgeführt werden, damit wir dann auch ermitteln können, wer ins Halbfinale einzieht. Zur Erinnerung, Partie 1 ist entschieden. Der Punkt auf Seiten von István Péni. Auf Position 2 ist der Punkt auf Seiten von Pfeil Föhringen bereits vergeben. Und auch auf Position 3 ist der Punkt vergeben für Hanna Steffen auf Seiten von Pfeil Föhringen. Das heißt 2-1 in den Partien 1 bis 3. 38 Schuss hat Michaela Kögel abgegeben, 6-mal die 9 getroffen, 374 Ringe, jetzt 384 Ringe nach 39 Schuss. Sie kommt laut Hochrechnung auf ein Gesamtergebnis von 394 Ringen. Ihr gegenüber Lara Quickstern, die bereits 10-mal die 9 getroffen hat und somit auf ein Höchstergebnis von 390 kommen kann. Laut Hochrechnung sogar nur auf 389 Ringe. Dieser Punkt geht also anscheinend laut Hochrechnung auch an Pfeil Föhringen, die sich somit laut Hochrechnung durchsetzen können gegen Hubertus Elsen. Dirk Steinicke auch kurz vor Vollendung seines Wettkampfes. 38 Schuss hat er abgegeben. Wenn er noch 2-mal die 10 trifft, dann hat er zumindest den Gleichstand erzielt. Und in diesem Moment hören wir es vielleicht über die Außenmikrofone. Auf Position 4 beendet Michaela Kögel ihren Wettkampf. Sie kommt in ihrem Wettkampf in der letzten Serie auf 98 Ringe. Gesamtergebnis nach 40 Schuss 394 Ringe. Und da Lara Quickstern bereits 10-mal die 9 getroffen hat, kann sie dieses Ergebnis nicht mehr erreichen. Das heißt, wir haben hier einen dritten Punkt auf Seiten der Föhringer. Wir haben also hier bereits die Entscheidung zu verzeichnen. 3-1 mindestens für Pfeil Föhringen, den Südmeister gegen den Rekordmeister. Pfeil Föhringen zieht also hier in das Halbfinale ein, ist also tatsächlich weiterhin im Rennen um die Medaillen, muss sich heute Nachmittag dann gegen den Gegner im Halbfinale durchsetzen, um morgen entweder im Bronze-Medal-Match oder im Gold-Medal-Match antreten zu können. Wir haben noch 2 Schützen hier am Stand, jetzt nur noch eine Schützin, die noch einen Schuss abgeben muss, denn Dirk Steinicke ist jetzt auch mit seinem Wettkampf zu Ende. 394 tatsächlich erzielt er auf Position 5, genauso wie seine Gegnerin Antonia Back, die auch auf 394 Ringe kommt. Heißt, hier werden die Punkte geteilt, beziehungsweise es wird kein Punkt vergeben. Allerdings heißt das auch, das Ergebnis mit 3-1 steht ja bereits fest. Es wird dieses Stechen nicht geben. 3-1 wird in der Ergebnisliste eingetragen und somit steht der Sieger fest. Einen Schuss haben wir noch von Lara Quickstern. Lara Quickstern, der letzte Schuss ist nochmals eine 10. Sie kommt auf 390 Ringe. Ihre Gegnerin Michaela Kögel auf Position 4 für Pfeil Föhringen auf 394. Punkt für Pfeil Föhringen. Dieser Wettkampf, jetzt tun wir uns nochmal den Zwischenstand an. Wir schauen uns das Ergebnis-Tableau an. 3-1 geht also dieser Wettkampf aus. 3-1 für Pfeil Föhringen, für die Schützen, die auch dieses Jahr 1991 Ringe erzielt haben. Da sehen wir es im Bild. Punkt für István Péni, der einzige Punkt für Hubertus Elsen an diesem Wochenende. Denise Pahlberg gibt ihren Punkt an Ela Venil Valerivan. Hanna Steffen kann ihren Punkt erzielen für Pfeil Föhringen und Michaela Kögel erzielt ebenfalls ihren Punkt für Pfeil Föhringen. Ausgeglichene Partie 5. Antonia Back und Dirk Steinicke schießen beide 394 Ringe. Dieses
Dieser Wettkampf geht mit 3:1 an Pfeil Föhringen, die damit ins Halbfinale einziehen. Und Hubertus Elsen, der Rekordmeister, bereits jetzt hier im Viertelfinale ausgeschieden, kann also tatsächlich nicht mehr eingreifen im Rennen um die Medaillen. Auch der Pistolenwettkampf steht kurz vor dem Ende. Und in diesem Moment ist er zu Ende und wir haben ein klares 5:0 für den ESV Weil gegen den SV Falke Dasbach. ESV Weil zieht also tatsächlich somit ins Halbfinale ein. Auch von SV Falke Dasbach müssen wir uns in diesem Moment verabschieden. Sie dürfen die Heimreise antreten und können leider nicht mehr in den Kampf um die Medaillen eingreifen. ESV Weil und Pfeil Föhringen, die Sieger des ersten Viertelfinals hier am frühen Morgen auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück. Wir schauen auf die nächsten Partien, wir schauen, was uns als nächstes erwartet.